Der so. Elite Michi und Elite Jo. Genau, Elite Michi, Elite Jo und Elite Aquila melden sich hier zum Dienst im Weltraum. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Es dauert zwar noch 30 Sekunden, aber ich fange jetzt trotzdem schon an. Dann kann ich nämlich noch den Link raussuchen in Ruhe und hier Fuel scoopen. Okay. Dann seht ihr hier gerade Talkshow Murder Broadcast. Wir wollen heute die Halloween Quest von Elite Dangerous machen. Das machen Jo und Aquila und ich zusammen. Und die Galnet News, das ist ja diese News-Seite, die die Community oder die, ja, die Community Manager von Frontier, die Entwickler von Elite Dangerous, quasi immer machen. Da sehen wir, es sind Oktober, September, August in dem Jahr mit Daten, wie auch immer. Anscheinend sind das Veröffentlichungsdaten der News, nehme ich mal an, auf der linken Seite. Und dann lese ich einmal vor, die Talkshow Murder Broadcast. Channel 7 has intercepted footage of a violent attack on three talkshow hosts broadcast live on several Imperial news feeds. The show came to an abrupt halt after the three were apparently fired upon by an assailant who gained access to the enclosed set. The perpetrator managed to flee the building before security could intervene. Da wurden also drei Talkshow-Hosts umgebracht von so einem Assassinen. Mein Gott! Details on the status of the victims have not been provided. Also vielleicht sind sie auch nicht tot oder was? Vielleicht weiß es schon so genau. But first responders to the scene found a digital calling card pinned to the host's dressing room door. Also eine digitale Calling Card, sowas wahrscheinlich wie ein, ich weiß nicht genau, was ein Calling Card ist, aber ich stelle mir jetzt einfach mal vor, wie so eine Visitenkarte. Police have authorized the publication of the card's contents, which consists of a single word. Tvzidirkuchel. Genau. The word is thought to be encoded by a text cipher. It is hoped that by sharing the text, members of the public will be able to identify the perpetrator's next move. Aha. Erkennungszeichen, so. Und aus der Nachricht sollen wir jetzt rauskriegen, wo wir als nächstes hin müssen? Genau. Also ich kenne leider nicht alle Systeme von Elite Dangerous auswendig und kann jetzt nicht diese Buchstaben neu sortieren, sodass da Bakaduninka am Ende rauskommt. Jo, hast du eine Idee? Ja. Ich weiß es. Du weißt es? Okay. Ich weiß es. Das hilft mir natürlich schon weiter in der Hinsicht, dass wir heute jetzt nicht stecken bleiben. Aber ich hätte keine Ahnung, was ich da jetzt draus machen soll. Ist es ein Anagramm? Nee, ist es nicht. Nee, ist es steht ja direkt dort Textcipher. Textcipher, ja, da gibt es ja verschiedene. Da gibt es ja Rot 13 als ziemlich bekannte. Ach, tatsächlich. Ja gut, warte mal, dann lass mich mal ganz kurz. Ich mach mal Text, Cipher, was ist das überhaupt? Vielleicht hilft mir ja hier Wikipedia. In der Kryptographie, Ciphertext or Ciphertext is the result of encryption performed on plain text using an algorithm called a cipher. Aha, also das ist verschlüsselter Text, ha? Genau. Okay. Genau. Und Private Key Kryptographie Attack Models Famous Cybertext, da steht Babylon Plot, Babington Plot, Shugborough Zimmermann, Magic Words, Cryptogram, Beale Ciphers, Kryptos oder Zodiac Killer. Gibt es sowas wie eine Google-Seite, wo man was einstecken kann und dann diese Sachen auswählen können? Gibt solche Seiten, wo man Aber vielleicht gebe ich dir einen Hinweis, wie es verschlüsselt ist und dann kannst du es von Hand rausfinden. Ja. Das stimmt auch wieder, genau. Dann sag mal. Ja, ich hatte ja gerade angefangen, es gibt ja verschiedene Textverschlüsselungen. Rot 13 dürfte ja einigen Begriff sein. Da sind die Buchstaben um 13 Buchstaben verschoben. Ja. Das wäre schon mal ein guter Anfang. Das können wir ja mal gerne probieren. Ob da was Sinnvolles bei rauskommt. Also aus... Das wäre so die erste, die mir einfiele und die mir eingefallen ist.
Gott. Hm? Ich versuche mir gerade das ABC irgendwo. Ja, das wird hier reichen. Was auch immer das ist, Birkenbiel. Sieht auch für Frau Birkenbiel aus. Die hat manchmal gute und manchmal sehr gute Ideen. TFZ, also T und dann 13 nach vorne, hast du gesagt? 13 Buchstaben nach vorne. Wenn du beim Z angekommen bist, fängst du wieder beim A an. Also nach vorne, okay. Also T. Also 1, 2, 3. Zählt das? Zählt der erste Buchstabe als 1? Nein. Der erste Buchstabe ist die 1. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. F wäre das. Ja, schreiben wir mal auf, ne? Mhm. Dann F. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Das wäre R. Fritzbox. Fritzbox, okay. R. Ja, Lucy hat schon mal eine gute Idee. Der ist Programmierer, das zählt nicht. Was macht er denn da? Erkennungszeichen? Gzndw, Kuraisu, Curaçao? Mach eine Textdatei auf, schreib das Alphabet auf und kopiere und verschiebe es. Wie geht das denn? Wie geht das denn? Ich mach das mal, ich will das lernen. Also Editor. Was willst du jetzt, was ich mache? Mach eine Textdatei auf, schreib das Alphabet auf, also selber? A, B. Ja, oh, selber? Du Journalist? Ich hoffe, du kannst schreiben. Sonst rufe ich jemanden an, der das kann. Mach doch nebeneinander. Am besten nebeneinander. Oh. C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, sehr schön. O, P, Q. Das deutsche Alphabet ist das gleiche wie das englische Alphabet. Kurz nachgeguckt. Blöd nachgeguckt. Mhm. Habe ich nicht die Hälfte vom Alphabet vergessen? Warte mal kurz. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay, und jetzt zähl mal 13 ab und kopiere den hinteren Teil in die nächste Zeile. Ja. Also 13 von vorne, ne? Ja. Genau, und jetzt machst du den vorderen Teil bis dahin und kopierst dahinter. Okay, und jetzt? So, jetzt hast du eine rot 13 schon mal aufschlüsseln. Jetzt kannst du direkt den Buchstaben oben suchen, unten suchen und dann oben einfügen oder umgekehrt. Ah, okay, das ist ganz cool. Also, Hallo Ximox. T ist G. Dann ist es aber, dann stimmte das nicht. T war da nicht die 1. Dann war es tatsächlich die erste Buchstabe nach dem T, die 1, wenn das hier stimmt. Weil das ist jetzt G. Und F ist S. Und Z ist M. Kannst du mir einen großen Gefallen tun für den Stream und für meine Augen? Ja. Kannst du mal die Steuerung-Taste gedrückt halten, ja, und das Mausrad nach vorne? Ja. G ist M. Dankeschön. I ist V. Meine Augen haben sich gerade zurückgebildet, die Ohren wurden größer. Das musste ich aufhalten. R ist E. Das ergibt das Sinn. Q ist D. Nee. Gsmfe? Gsmfefte. Ist Y. Das sieht hübsch aus, aber... Gsmfe Day wird es wohl nicht sein. Nein. Also jetzt, ist jetzt wohl nicht jetzt könntest du nachgucken, ob das irgendwas ist im Universum, genau, im Universum. Ja, aber da weiß ich, dass es nichts ist. Dafür, dafür kenne ich sie gut genug. Dann würde mir als nächstes einfallen die Edbash. Das Edbash-Cypher. Wie geht das? Edbash-Cypher ist auch eine sehr alte Textverschlüsselung, die sozusagen das Alphabet umdreht. Okay. Also du hast entsprechend... Wie heißt das nochmal? Edbash, A-T
und dann B-A-S-H. Mhm. Also mit Z. Hebräisch kommt, glaube ich, aus dem Hebräischen. Z, Y, X. So, genau. W-V. Du hast ja auch, genau. S-R-P-Q-O. Warum lernt man das nicht in der Schule? J-I-H-G. Fett. Also manches lernt man in der Schule. Zum Beispiel die Cäsar-Chiffre oder sowas. Ja, die Rot 13 ist doch die Cäsar-Chiffre. Was die Rot 13 unter anderem auch ist, ja. Okay. Erneut. T ist jetzt wieder G. T und Q sind vertauscht. Plus mit ist ein Adlerauge. Was ist Q? P und Q sind vertauscht. Du musst die umdrehen. Ja. G, dann ja, jetzt mach doch das normale, das normale S. Das normale Alphabet nochmal da drüber. Ne, U. Ja. Mach doch mal bitte. Ja. Das sieht man dann schön wahrscheinlich. Z ist A. Sehr gut. Nee, das war die. Achso. Okay. I ist R. R ist I. Q ist J. Guari. I. Guarichi. L ist O. Guaricheo. Halte ich nicht für ausgeschlossen, dass das sogar stimmen könnte. Gucken wir doch mal in die Galaxy. Probier mal. Das gibt's! Tada! Dum bam 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 bam. Oh, nur vier Jumps, Mensch, hast du uns aber richtig nah rangebracht, Akila. Cool. Es gab ein GG. Willkommen in der schön. Welt der verschlüsselten Texte. Schön. Cool. Gut, habe ich es vorher gesagt gekriegt. Adbash hätte ich nie gefunden, aber ist ja drauf geschissen. So, dann fliegen wir da mal hin, Jo, okay? Okay, und wo da genau? Ja. Erstmal Guarichio und dann gucken wir uns da um, dann scannen wir mal. Okay. Mal schön sehen, was da Schönes gibt. Genau, und ich gehe auch mal zum Schiff. Schiff, hurra! Ich glaube, ich rieche was. Hör nur, ich glaube, ich rieche was. Oh jo, warte mal. Was ist das denn für ein Raumschiff? Das ist doch deine Asp Explorer. Ja. Welche hättest du denn gerne gehabt? Ja, ist doch geil. Mit so einer bin ich auch unterwegs. Und wie findest du meine FDL? Toll. Großartig. Ja, finde ich. Sehr schön. Naisu. Warte mal, vielleicht können wir den Jo sehen, wenn wir hier das. Ich hab doch L, ne? Oh ja, geil. Aha. Du fliegst in mich rein. Du fliegst in mich rein. So, da ist er, der Jo. Kannst du mal damit aufhören? Gut, wo fliegen wir hin, Jo? Achso, ich wollte ja in Super Cruise und scannen. Ja, dann mach das mal. Call me Yo Alert. Das ist ja ein geiler Alert. Damit möchte ich morgens geweckt werden. Mit dem Call me Yo Alert. Um Gottes Willen, was ist das? Was ist das denn hier jetzt? Ah, das ist der richtige, ne? Was mir gerade fehlt, ist das Bong. Ja, das ist ja was anderes.
Das ist ja der Scan, den du machst, wenn du reinkommst. Ja. Im System. Die Scanner, da ist er doch. Nee? Collector? Jetzt? Nee. Ah, jetzt. Ein bisschen muss ich auch wieder reinkommen. Haben über anderthalb Monate nicht mehr gespielt. 32 ja. Bodies. Alright. Dann System Map. Immer noch unexplored teilweise. Muss ich anscheinend noch in den FSS jetzt. Ja, du hast ja alles schon gescannt. Jo. Ja, ich dachte, ich mache mich mal nützlich. Beziehungsweise drei Bodies stehen bei mir nicht als gescannt. Wie kann das denn sein? Was? Guarichio A3 war bei mir nicht als gescannt. Wahrscheinlich 1 und 2 auch nicht. Habe ich ja nochmal was zu tun. A5. Und A6. Jetzt ist System Scan complete bei mir. Okay. Ja, jo. Hast du eine Idee, was wir jetzt machen können? Gibt's hier eine größere Station, die wir vielleicht anfliegen? Ist dir irgendwas aufgefallen? Nicht wirklich. Okay. Kila, willst du uns einen Tipp geben, einen Hinweis? Also es gibt genau eine kleine Mini-Station. Okay, es gibt eine Mini-Station. Warte, gucken wir mal. Die ist ziemlich nah. Und ist es nicht. Und die ist es nicht, sag ich mal. Ich bin zwar gerade dort, aber die ist es nicht. Also es ist nicht Aaron's Stop? Das ist die Station, die eine, die in dem System ist. Genau. Aber die hat mit dem Ganzen nichts zu tun. Okay. Und ansonsten gibt es ja jede Menge Planeten. Ja. Ja, die könnten wir uns jetzt natürlich aufteilen und die Detail Surface scannen. Ja. Willst du die B-Reihe machen? Und es gibt ja nur manche, die man scannen muss, ne? Die eventuell. Aber wieso ruhig. Ruhig alle durchmachen. Ja, dann gehe ich mal zu B. Gut, dann mache ich die A-Reihe. Willkommen bei Planetenscan mit Jo und Michi. Ich hoffe ja, wir kriegen noch coole Texte zu lesen. Das soll doch die große Stärke von diesen Questreihen sein. Hat er noch nicht? Ja, Mythos, rein mit dir. Oder hängst du wieder in irgendeinem Hotelraum ab? Obwohl, du hast doch jetzt Steam Deck, da läuft das doch auch. Du bist doch flexible. Ich verstehe das immer nicht. Am Anfang sagt er, es dauert 1:30 und am Ende hängt er dann immer 15 Minuten bei 8 Minuten rum. Ist schon komisch, oder nicht? Also ich bin noch 125.000 Lichtsekunden weg. Ja, und nicht 200.000. 35.000. Ich fliege aber mit 470C. Ich habe 550. Ich bremse schon wieder ab. Ich bin schon wieder unter 400. Ah, es bremst bei mir auch, genau. Ja, schade, dass sie da nicht wirklich so einen richtig schönen konfigurierbaren Replay-externen Modus machen kann, wo man die ganze Zeit sein Schiff begafft wie so ein Wahnsinniger. Also ich komme ja in diesen Replay-Modus... nicht Replay, sondern externe Sicht, aber da kann ich halt relativ wenig machen. Du kannst jetzt hier eine freie Kamera anschalten und dich dann von weiter weg betrachten, wenn du willst. Ja, aber mit den Joysticks habe ich noch nicht hingekriegt, wie es geht. Ja, okay. Ja. Steht aber noch auf meiner Bucketlist. Das will ich auf, weil das wäre schon cool, jetzt hier so rumzugehen und rumzu... Zoomen, um das ja. zu
Zumindest das hier kann ich euch bieten. Das sieht da auch schon ziemlich geil aus. Meine rote, orange Innenbeleuchtung und die geilen Lichter. Da sitzt der Kapitän Ava. So. Du. Boah, hab ich. Sehe ich fertig aus. Als hätte ich jetzt hier in der Galaxie nie Vitamine gegessen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na, da war nach wie vor eins der schönsten. Eine der schönsten Brücken. Meine FDL. Commander Ava hat's kaputt. Ah, jetzt kommt's raus. Oh, jetzt fliege ich übrigens gerade 700C. Nur mal zur Info. Nicht schlecht. Das heißt, du bist noch weit weg. Möglich. 133.000 LS. 5.000. Ja, ein bisschen schnell. Nee, ich bin nur früher losgeflogen. Also sagtest, geh du mal bei B gucken. Genau. Wollte gerade sagen, eigentlich müsste ich doch das schnellste Schiff von uns haben. Beim Cruise ist das egal. Wie beim Cruise ist es egal? Das ist gleich schnell. Super Cruise ist alles gleich schnell. Ernsthaft jetzt? Ja. Das finde ich ja blöd. Warum? Weil ich doch das schnellste Schiff der Galaxie haben möchte. Warum ist das dann auf einmal im Supercruise mehr oder weniger nicht schnell? Das ist doch, ergibt doch gar keinen Sinn. Es muss doch gleich schneller sein. Das ist was anderes. Ach so, ist was anderes. Deine da Type 9? Da geht's ja nicht um dein Schiff. Da geht's nicht um dein Schiff, sondern der Raum bewegt sich ja um dein Schiff. Dein Schiff steht still. Das kann also nicht das schnellste sein im Supercruise. Ah, okay. Wow. Ja, moin. Ja, hi. Ja, moin. Hi. Schön, deine Stimme zu hören. So, und ich bin bei 4 Minuten 20. Also auch schon auf dem Weg zu Guarejo? Ja, ne, beziehungsweise im Anflug auf die... Moment, du hast das Rätsel überhaupt nicht gelöst. Du musst erstmal hier dein Alphabet aufschreiben. Oh, ich bin da. Im Discord kannst du übrigens mein Schiff mal sehen. Ich habe meine Halloween-Lackierung aufgetragen. Oh, nee, das will ich noch nicht sehen. Das ist, hat aber nichts mit dem heutigen zu tun. Achso, okay. Hattest du also schon mitgespielt heimlich, während wir gestreamt haben? Naja, ich musste erstmal mein Schiff aus Elioth holen. Ah. Also, beziehungsweise erstmal ins richtige Schiff umsteigen. Schön. Schön, dass du direkt wieder in dein Schiff gesprungen bist, wo du gesehen hast, dass deine Mitkombatanten und Kommandanten... Ja, ihr habt ja schon noch während der Premiere angefangen, da. Das war ja... Lief ja noch. Stimmt. Musste ich doch das Rennen erst zu Ende gucken. Hast du gemacht? Wie fandst du? Ja, gut. Ich meine, war wieder irgendwie so ein 3300 Strength of Field oder sowas, ne? Ja. 3500, glaube ich sogar, ja. Ist halt schwierig. Aber auch nicht ganz unmöglich. Es ist halt gerade so, dass ich gerade so mitfahren kann. Ja, und so sieht es dann auch aus. Aber es war ja trotzdem spannend bis zum Ende, ob ich da dann noch ein, zwei Plätze nach vorne komme. Ich empfand es zumindest so. Oh, ich habe den Mond gescannt. Ja, und? Irreguläre Markierungen. Was? Irreguläre Markierungen habe ich gefunden. Das ist doch gut, das ist doch genau das, was wir wahrscheinlich wollen, oder nicht? Weiß ich nicht. Naja, dem kann man doch auf den Grund gehen, was da Das stimmt. Oh Gott, wie hast du es gesagt? Irregulär. Irreguläre Markierungen sind. Und die sind auf dem Boden, muss man da jetzt mit dem SRV hin? Weiß nicht, ob das hier ist oder dahinter. Und kannst du scannen? Ist da eine Nachricht oder sowas vielleicht? Ich sehe ja nichts. Also. Okay. Okay. Ich könnte natürlich jetzt mal landen. Und Überträgst du auf Discord, dann kann ich deinen Bildschirm zwischendurch schon mal einblenden. Schon seit einer Stunde, ja. Sehr gut. Vorbildlich wie immer. Wing. So.
Da sehen wir, was Jo sieht. Hervorragend. Ja, sieht schön aus, aber da der Sonnenaufgang. Oder ist ein Untergang? Weder noch. Nicht aber der, nur die Atmosphäre. Nicht der hässlichste Planet, um mal ein bisschen zu Ressourcen zu grinden oder sowas. Ja. Vor allem mit dem Todesstern da rechts. Ja, absolut. Top-Qualität übrigens, deine Übertragung. Sehr schön. Ja. Hm. Also, Akila, soll ich hier aussteigen und mal gucken, oder? Nee. Gut. Lass mal. Dann gucken wir Jo dabei zu, wie er den Planeten wieder verlässt. Und Akila, vielleicht magst du mir... Sollen wir doch mal hier alle Planeten scannen? Ist das das, was du gemacht hast? Also ich habe hier mit anderen zusammen hier parallel alles durchgescannt. Okay. Und das hat ja offensichtlich irgendwann zum Erfolg geführt. Wenn das genau. Nicht... Ne, gut. Dann machen wir genau das, Jo. Dann teilen wir jetzt die B-Reihe an Planeten zum Scannen untereinander auf. Ist das okay? Das ist total okay. Super. Ist dieses Biolab auf dem Planeten da, ist das irgendwie was Besonderes oder ist das normal? Ich glaube, das ist was Normales. Dann nehme ich... Warte mal, wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt hier. Irgendwelche Kampfbereiche kann man ja mal auslassen. Okay. Da muss man nicht hin, denke ich. Ja. Dann mach du doch hier die B3... Reihe und ich mache die B4-Reihe. Okidoki? Ja, was mit B2? Gehe ich jetzt erstmal davon aus, dass entweder ist da nichts, wenn wir dann hier nichts finden, können wir ja dann 1 und 2 auch wieder aufteilen. Okay. Gut. Dann viel Erfolg. Ich gehe zu B4, dem Gasplaneten als erstes. Obwohl das wahrscheinlich garantiert nichts ist, könnte ich mir vorstellen. Ne, diese ganz großen Gasdinger, da kann man ja eh nicht drauf landen. Ja, brauchen wir nicht, denke ich. Ich glaube, ich scanne den ganzen Krams erstmal, den habe ich noch nicht. Gut, mach das, aber danach kannst du dir natürlich auch einen der B-Planeten vornehmen und dann eine Reihe drunter machen. Dann mache ich hier B4A als erstes. Darunter wird gekämpft. Da soll ich dann nicht hin, sagst du, Akila? Nach B4B. Ah, Moment. Nee. Gut. Ich habe schon wieder das Gefühl, hier haben die Linien alle wieder zugenommen. Ich habe irgendwie viel zu viele Linien. Aber anscheinend sind hier einfach nur viele Planeten. Es ist einfach viel los hier. Ja. Aber es gibt da auch irgendwo eine Taste, um das abzuschalten, während des Fluges. Nee. War bei mir mal U. So, mal sehen, ob ich das noch hinkriege. Lange nichts mehr gescannt. Ja, voll verkackt. Was ist dein Lieblingsschiff, Scotty? Mit welchem bist du am liebsten die meiste Zeit als so unterwegs? So, dann den Surface Scanner, Switch Mode. Ich weiß leider nicht, wonach ich gucken soll. Also ich mache jetzt einen Detailed Surface Scan von den Dingern. Ja, ein kleines Wrack sehe ich hier. Aufprallstelle 1, Bedrohung 1, Oberflächenstruktur und noch eine Aufprallstelle, Bedrohung 2.
Da will ich nicht hin. Ja, wenn nichts ist, dann nimm den nächsten. Ich gehe davon aus, dass wir diesen Scan machen und dann was sehen oder entweder nichts sehen. Genau. Er hat jetzt, ich habe Efficiency Target Struktur. Bonus gekriegt. Hier ist Notable Signals, Other 1 und Human 14. Cardoso Research Assembly. Toggle Planet Site. Kleines Wrack hatten wir schon. Okay. Aber Cardoso Notable Signals Other, was könnte das nicht was sein? Bei welchem bist du jetzt? Ich bin bei B4A. B4A. Okay, dann guck doch mal in die Navigationsleiste. Bei der Navigation. Ja. Und lass dir mal alles anzeigen, was so geht. Ja, das habe ich ja gemacht, okay. Boah, ist die Liste lang. Also nur bei B4A. Ach so. Das, was du gescannt hast. Hä? Wie meinst du das? Also Points of Interest und Signal Sources? Genau. Mal sehen, was es ist. Downey's da Junkyard, Artificial Structure, Irregular Markers, Minor Wreckage, Distress Beacon und The Trial 3 von 3. Und was davon könnte jetzt... The Trial würde ich ziemlich genau sagen, ist definitiv was. Anscheinend gibt es hier drei Sachen insgesamt auf dem Planeten, Jo. Ich habe anscheinend das Ende gefunden. Aber ich würde das dann jetzt trotzdem scannen und lesen, oder nicht? Kannst du machen. Okay. Krass. Exploration steht auch extra dabei. A point of interest? Also du suchst im Endeffekt nach point of interests, Jo. They can be of interest to a variety of pilots and sometimes offer resources, credits or threats. Na, dann gucke ich mir den nochmal an. Wo der ist übrigens im Orbit. Ach so. Stimmt. Das war ja einfach. Das ist The Trial. Einfach. Hast du auch? 2 von 3. Ah, super, welcher Planet? Da wo ich jetzt gerade bin. 2 von 3 hast du? B3B. Ich habe 2 von 3. Mhm. Okay, dann kann einer in den Chat gerade mal schreiben. B3B und B4A. Nicht das. Oh, da. Das ist oberhalb vom Mond. Ja, ja, das scheint einfach hier im Weltall zu sein. Kann man das da vielleicht scannen? Ah. Ich fliege da mal hin. Ja. Listening Post habe ich dir jetzt da, wo das ist. Horchposten. Heißt das auf Deutsch? Posten, genau. Okay. Muss ich jetzt abschießen? Nee, ich wette, du musst ihn scannen. Out of range. Data Link Scanner. Gott, wie schalte ich nochmal die Waffen um? Ah, da. Nee. Nächste Feuergruppe. Datenlinkscanner. Du müsstest jetzt nah genug dran sein. Ja, er macht bei mir leider nichts. Du musst ihn noch auswählen. Nee, hast du ich habe ihn ausgewählt. Ja. Ah, dann musst du vielleicht ein bisschen weiter weg, vielleicht wieder. Nee, jetzt wieder out of range. Ja. Nee.
Probier mal ein bisschen weiter weg. Weiter weg? Kleines bisschen nur. Also ich habe jetzt zwischen 600 Meter und 0 Meter habe ich außer Reichweite. Bei mir steht auch out of range. Mysteriös. Jetzt ist es nicht out of range, aber ich kann ihn trotzdem nicht aktivieren. Woran kann das denn liegen? Ich glaube, du hast ihn schon gescannt. Guck mal in deinen Nachrichten oben. Ah. Ja, das ist es. Ich habe eine Inbox. The Trial 3 von 3. Oh Gott, nein, bitte nicht. Fücklem Gisre. Kotzem Gewürge. Das ist wieder sowas. Oh. Oh, wie schön. Das bedeutet, ich darf das jetzt abschreiben? Was bedeutet du das? Nur wenn du willst. Ich hätte es auch im Klartext schon da. Geht es denn auf genau die gleiche Art und Weise wie der Rest? Das gilt es auszuprobieren. Du kannst ja mal erstmal mit zwei, drei Wörtern. Ich wollte gerade sagen, ich fange mal an mit den ersten zwei Wörtern oder gucken wir weiter. Sehr schön. Und hier ist halt die Frage jetzt: du spielst ja auf Englisch, ne? Ja. Im Deutschen ist es nämlich was anderes, was dort steht. What? Warum? Ach so, ja klar. Weil es halt auf Deutsch ist. Ja, ja, klar. Das ist natürlich witzig. Okay. Ich habe die Daten aber nicht, die Ava hat. Übrigens, ne? Nee, du hast ja Trial 2 ja von 3. Das können wir zusammentragen. Also jeder muss das scannen, selbst scannen. Okay, also du musst auch zu 3 und ich muss auch zu 2. Und wahrscheinlich ist 1 dann auf den linken beiden Planeten, weil ich bin jetzt rechts von dir, da ist 3 von 3, du hattest 2, deswegen würde ich logischer wahrscheinlich auf den linken beiden dann gucken. Danach, aber jetzt erstmal übersetzen. Ja. Du meinst irgendwas mit B2 irgendwas? Genau. Na, ich guck mal. Super. Wo bist du denn jetzt gerade? Ich bin aber. Jetzt... So. Aber, wo bist du gerade? B4A. Ah ja, B4A. Ich bin B3B. Und ich bin jetzt auf B2B in Anflug. Okay. So, ich übersetze mal FKLM und GSRH. Das sind die ersten beiden Wörter. Das ist... Achso. Ich flieg mal zu B2C. Wieder mit AdBash. Das wäre dann... Also, das hier war das Richtige. Das war das. Und das hier ist dann... FUKPLOMN. Upon? Ja, es geht auf jeden Fall, ist auf jeden Fall richtig. Und jetzt GSRH ist TSH This wahrscheinlich H. Ja. Upon this. Oh so, Gott. Ist doch schon mal nicht schlecht. Ich glaube, ich hätte gerne den Klartext. Da bin ich jetzt faul. Gibt's nicht im Netz irgendwelche... Achso, ja, du müsstest das mal. Ja, abtippen. Deswegen will ich ja gerade... Es ist ja gerade cool, dass Akila mir das jetzt geben kann. Dann sehe ich halt nicht den ganzen Rest der Lösung, wenn er mir jetzt nur einen Teil schickt. Kannst du The Trial 3 von 3 bitte in Discord posten? Okay. 3 von 3. Du möchtest schon die Übersetzung, oder? Ist es auf Deutsch oder Englisch, ist mir wurscht gerade. 3 von 3. Komm her, du Discord. Kommandant Mythos. Ah ja, da kommt's. Rein geflattert.
Also. Upon this planet, the trial ends. Verdicts have been passed. Justice for all. Did you follow all the court's proceedings? Will you discover how this story ends? I wonder what your book contains, what moments fill your record. Would you be considered innocent? Something to keep in mind. Auf Deutsch, auf diesem Planeten endet der Prozess. Die Urteile wurden gesprochen. Bist du dem Gerichtsverfahren gefolgt? Was wohl in deinem Buch steht? Oh Gott, ist das schlecht übersetzt. Welche Momente sind dabei? Gott, ist das schlecht übersetzt. Würdest du für unschuldig befunden? Für das nächste Mal. Oh mein Gott. Welchen Auto-Quatsch haben die denn da benutzt? Das ist jetzt grausam. Das ist hart, oder? Das ist ja ein Schlag ins Gesicht. Das darf man ja wirklich überhaupt nicht auf Deutsch spielen. Das könnte ich genauso gut. Das könnte jeder Gymnasiast der 8. Klasse besser. Obwohl. Krass. Das Deutsche verstehe ich überhaupt nicht. Das andere ist schön mysteriös. Das bedeutet genau. Aber, dass egal was jetzt in 1 und 2 drin steht, da wo ich gerade bin, ist der Planet, wo wir vielleicht was auf dem Planeten dann tatsächlich machen müssen, ne? So sieht's aus, genau. Upon this planet the trial ends. Verdicts have been passed. Justice for all. Did you follow all of the court's proceedings? Will you discover how this story ends? I wonder what your book contains. What moments fill your record? Would you be considered innocent? Something to keep in mind. Für das nächste Mal. Für das nächste Mal. Something to keep in mind. Na klar. Natürlich. Wow. Hast du dann das Deutsche quasi selber übersetzt oder wie ist es für dich gewesen, Akila? Ich habe mir ein kleines Python-Skript geschrieben, was mir das übersetzt hat. Ich habe den Trial 1 von 3 gefunden. Okay, wo? Auf. Wie heißt denn das scheiß Ding hier? 2C. B2C. B2C. Da ist dann das erste, ne? Dann fliege ich da als erstes hin. Da komme ich mal auch hin. B2C. Oh. Also fürs Englische gibt es ja Tools und Webseiten. Da kann man das einfach eingeben dann und dann wird es übersetzt. Aber fürs Deutsche klappt das nicht, weil die hier die Umlaute und das SZ mit reingenommen haben und das auch etwas unschön reingenommen haben. Oh Gott. Es gibt eine Seite, wo du umstellen kannst. Ja, aber die funktioniert nicht mit dem, was die gemacht haben, glaube ich. Okay. Zumindest habe ich die dann nicht gefunden, wo es funktioniert. Also habe ich es dann selber geschrieben. Ein Python-Script war da wahrscheinlich ganz einfach. Du hast bla 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 ABC, Data und dann immer minus irgendwas, die gleichen und dann hat er dir das ausgespuckt. Na, ich habe mir das Wörterbuch erstellen lassen, automatisch aus dem Alphabet und dann wirft er das raus am Ende einfach. Okay, krass. Wenn man sowas kann. Und das Schöne ist, man kann das Verschlüsselte eingeben und kriegt dann das Deutsche oder Englische raus und man kann aber auch das Englische oder Deutsche reingeben, kriegt dann das Verschlüsselte wieder raus, weil das symmetrisch ist. Ist wieder einer der Momente in meinem Leben, wo ich sagen muss, krass, dass Menschen wie du überhaupt sich mal ein Bild angeguckt haben, wo ich drauf zu sehen bin. Aber kann mit Blatt Papier habe ich auch hingekriegt. Kann der Plus mit bestimmt auf 2 Minuten schreiben. Das hat. Plusi sagt einfach, go! Skript und dann passiert alles automatisch. Und ich mache. Oh, ich habe den ersten Text. Ja, dann lies ihn doch also ruhig mal vor. Ich scanne ihn ja nur, dann sparen wir uns da auch ein bisschen. Wie soll ich den denn vorlesen? Na, mit deinem Mund. Gern im Original? Nein, natürlich übersetzt. Imt Uzats Zutskilitzgle. Das hat er dann so. Hünsele, keine Ahnung. Nein, Akila wird ihn dir schicken.
mit seinem Skript. Was hättest du gern, Miro? Nein, das Englische wollen wir bitte jetzt haben und das Deutsche nur zur Erleichterung danach. Das kann der Ava vorlesen für mich, bitte. Okay, ja, dann lese ich das vor, dann schick's einfach mir, Akia. Guck mal, wenn man mit mir Elite spielt, kriegt man sogar die Texte vorgelesen. Ist nicht alles scheiße. Hervorragend. Was macht er hier? Ach so. Na gut, jetzt kriegst du das verstanden. Dann haben wir übrigens alle drei Texte. Ja. Oh, ich werde interdicted. Zum Glück habe ich einen Joystick. Der Escape Vector wird immer in meinem Target bleiben. Wie du verfolgt wirst. Das ist witzig. Und weg ist er. Yep. Fail it. Interdiction failed. Das erste Mal, dass ich das gesehen habe. Ernsthaft? Nein. Wie jemand anders verfolgt wird? Ach so. Währenddessen ich das auch weiß? Ach, von außen? Sonst weiß ich das. Ja, ja. Das konnte man jetzt sehen. Das ist natürlich krass. Na gut, dann muss ich mir ja B3B und B4A noch holen. Ja, steht auch im Chat. Und steht auch oben an deinem Bildschirmrand. An meinem Bildschirmrand? Na, wo Jo und Ava 7 steht. Nee, da steht... Wir sind bei den Richtigen, glaube ich. Ja, aber ich bin jetzt ja auch unterwegs zu dem B4A. Das stimmt. Also B2C, 3B, 4A. Mhm. So, dann Surface Scanner ist das Richtige. Braucht man dann Surface Scanner oder war das einfach nur ein Kontakt im All? Man muss den Surface Scan machen, um den Kontakt im All zu sehen. Ach so, okay. Warum auch immer, ne? Ja. Ich hätte ja jetzt gedacht, dass man da noch landen muss dann. Muss man ja anscheinend auf dem letzten Planeten auch. Mhm. Weil Horizons hat ja jetzt anscheinend jeder. Also. Wie beim letzten Planeten. Na, auf den ich mit der 3 von 3. Da musst war ja. Erstmal, weil 3 von 3 steht. Texte alle. Ja, man braucht wahrscheinlich alle drei Texte, aber dann darfst du im letzten landen. Da, wo ich bin. Ach so. Was war jetzt los hier? Warum? Bin ich jetzt vollkommen bescheuert? Ach, du hast den schon mapped. Der ist jetzt von dir gemappt gewesen und deswegen konnte ich. Denke so, hä, wieso mappe ich denn hier nichts? The Trial 3 von 3. The Trial 1 von 3. Lock Destination. Ja, warum gibt es eigentlich nicht mehr von solchen Sachen? Ich finde das sind coole Quests. Stimmt. It's another listening post. Da ist die Trial 1 von 3. Dann lesen wir die mal vor. Nee, das ist heute da. Genau, noch habe ich nicht die 1 von 3, ne? Moment. Hat er das jetzt gemacht? Nee. Oder ist das da drüber, das 1 von 3? Oben drüber, aber ich konnte es jetzt nicht nochmal ändern. Ist okay. For
For every human who ever existed, there is a book of deeds, listing events, both insignificant and essential. Within these countless passages are many dark chapters. We shall meet 6 individuals whose stories contain a twist. 6 Individuen müssen wir treffen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. A secret that must be punished. Death's kiss has been gifted to each sinner. Sind also schon alle tot. Upon this planet, the trial begins. 5 doorways to a new location stood here. Who will enter them? WTF? Müssen wir also doch auch auf diesen Planeten? Da steht, hier geht's los. Okay, dann müssen wir also doch hier hin. Dann müssen wir gar nicht alle 3 Sachen vorher scannen, sondern wir müssen den ersten scannen und dann hier hin. Wollt ihr dann mitkommen? Ja. Wir suchen jetzt 5 doorways to a new location. Upon this planet, the trial begins. A secret that must be punished. Death's kiss has been gifted to each sinner. Upon this planet, the trial begins. 5 doorways to a new location stood here. Who will enter them? Also ich habe jetzt alle 3 und komme wieder zurück zu 2C. Richtig. Ich habe allerdings nur 2 von 3 und würde trotzdem hier bleiben. Akila, ist das okay? Ja, du kannst das Ding auch dann später noch scannen. Alles klar. Was hast du denn nicht? Weißt du das jetzt? Ich habe 2 von 3 nicht. Achso, den habe ich jetzt gerade geholt? Okay, na egal. Dann machen wir es so. Gut, dann muss ich vor allen Dingen aber auch erstmal rausfinden, auf diesem Planeten Impact Site gibt es, Minor Wreckage und Vardy Prospecting. Ein neuer Subscriber. Uff, Plusi hat Scotty erstmal beschenkt. Sehr schön, Scotty, komm rüber. Bitte sehr, sagt der Plusi. Und ich sage danke, Plusi. Und myself wird direkt auch hier festgehalten. Wunderbar, keine Werbung für euch. Herzlichen Glückwunsch, myself, und danke, Plusi. Freut mich, dass dir der Elite Dangerous Content zusagt. Hier beim Code lösen. Er hat bestimmt gerade mal mit Versatz mein Kompliment von eben gehört. So, nach was suchen wir denn jetzt? Du hattest den ja auch gescannt, Jo, den Planeten. Da ist dir aber nichts aufgefallen, ne? Ich habe jetzt erstmal, nachdem ich gelernt habe, dass es ja nicht auf der Oberfläche ist, da gar nicht mehr drauf geachtet. Ja, okay. Es ist ja jetzt anscheinend doch auf der Oberfläche. Jawohl. Dann gucken wir mal, wo bin ich denn gerade? Da. Was fliegt denn da noch im All rum? Ich? An Kontakten? Nee, ich meine jetzt an Kontakten. Ja, du. Das hier ist die Planetary Map, die ich mir gerade angucke. Und hier haben wir Hogan Horizons, Yuan Chemical Base, Wiener Point und Hio Industrial Molding. Mythos, du wirst abgefangen. Mal gucken. Potter Manufacturing Site. Das hier war's. Steht ja auch der Ava mit seinem Schiff. Dann bin ich ja auch gleich dran. Also auf dem Planeten sind nur normale. Okay, 5 Doorways könnte natürlich auch einfach, warte mal, sind das nicht 1, 2, 3, 4? Und was habe ich da gerade gehört mit Wiener? So wie Halloween? Halloweener? Ja. Who knows? Kann schon sein. Also ja, es sind tatsächlich, die 5 Doorways sind wahrscheinlich einfach die 5 Basen, ne? Also Hogan, Potter, Hio, Yuan und Wiener. Dann schlage ich vor, wir fangen bei Wiener an und latschen durch den Doorway durch. Das wird wahrscheinlich das sein, wo Wiener Point steht. So mysteriös würde ich das jetzt einfach mal interpretieren. Also auf zu Wiener. Hey, hier ist ja jemand. Cooler Skin.
Warte mal. Kriege ich da vielleicht ein Teaserbild raus? Irgendwie so bestimmt. Yay! Also, wer als erster beim Wiener ist, hat gewonnen. Da, 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 alle öffneten ihre Hose. Oder ihr teilt euch auf und guckt alle an. Das können wir auch machen. Ich gehe zum Wiener Point. Mythos, nimmst du eine andere Basis oder machst du gerade Wiener Point? Ich kann dann was anderes nehmen. Gut. Dann sag, was du nimmst, damit die anderen auch was anderes nehmen. Ich überlege gerade, die Yuan Chemical, da steht eine Ne, beim Wiener steht auch eine Security. Dann nehme ich die Yuan. Falls die noch niemand hat. Dann nehme ich die Potter. Könntet auch natürlich euch erstmal überlegen, es hieß ja 5 Sachen. Sind ja auch 5. Ja, und es sind 1, 2, ich habe da noch mehr, oder? 3, 4, sind es 5. Ja. Stimmt, es sind 5. Habt ihr recht. Jo. Kenn doch meine Finger. Ja. Na dann. Das wird aber umfangreich, wenn man das alles machen muss. Ja. Aber ist auch cool. Finde ich besser als Blueprints und den Anagramm zu töten. Vor allen Dingen, vielleicht ist es ja sogar was richtig Mysteriöses. Man könnte hier richtig geile Geschichten erzählen, halt wie so Podcast-Hörbuchmäßig. Kilometer. Dann warte es mal ab. Aber das Ding ist halt, du musst hier schon eine ganz schöne Einstiegshürde schaffen, ne? Ich meine, dreimal Texte irgendwie in eine Übersetzungsgeschichte bringen. Ja, auf jeden Fall. Da würde ich dir zustimmen. Ohne eine Copy-Funktion im Spiel? Bei denen, wo ich das mitgemacht habe, die haben dann einfach eine OCR-Software genommen. Und haben das. Haben klar, das geht natürlich auch. Du kannst mit deinem Telefon einfach draufhalten. Das geht schon inzwischen. Jedes iPhone nimmt dir den Text da draus und kopiert dir den. Was aber auch trickreich ist, weil ja keine Rechtschreibprüfung im Hintergrund passieren kann und dadurch kommen Fehler rein. Weil das ja verschlüsselt ist. Da musste man noch ganz schön dran basteln. So, ich bin jetzt beim Potter Manufacturing. Ich bin am Wiener Point. Also wenn ihr irgendwas habt, wo er angegriffen wird oder sowas, dann gleich wieder weg. Okay. Das ist es dann nicht. Das lohnt sich nicht, da zu sterben, sagst du. Jo. Ich weiß nicht, darf man auf diesen Dingern landen? Die haben da ein Landing Pad? Die Sache ist ja die... Ich denke mal, das sind normale... Stationen und Siedlungen. Oh. Hier ist ein Lawless Defense Turret schon mal. Die Sache ist ja die, man kann, es kann ja eigentlich nicht sein, was nur mit Also Odyssey muss nichts gemacht werden. Also genau, wollte gerade sagen, es gibt nichts mit on foot, es gibt also nicht einen Torbogen, durch den ich tatsächlich durchgehen muss. Weil okay. Horizon-Leute das auch machen müssen. Ist ja echt krass. Dass sie das so zurückgeschraubt haben. Im Endeffekt ist Odyssey jetzt komplett sinnlos. Aber mit dem SAV muss ich da hin. Mit dem SAV kann man was machen, genau. Ja.
Also ich sehe hier leider keinen Torbogen bei Wiener. Der Turret schießt nicht auf mich. Hier sind einfach nur ein paar Vorratsspeicher. Mehr sehe ich hier nicht. Ich glaube, das ist eine Odyssey-Strong-Basis. Medkits. Autsch. Autsch. Ich brauche einen Rückwärtsgang. Ich bin fast tot. Fuck. Finden die das so gut, wenn man da durch die Basis fährt? Also hier ist das anscheinend kein Problem. Wie ging denn nochmal rückwärts? Wie habe ich das denn hier nochmal gemacht? Also. Also Odyssey-Basen sind es nicht. Na, dann lassen wir das hier. Hier liegen Medkits rum. Das wird wohl nix sein. Verstehe nicht, was Odyssey-Basen sind. Na, die wurde zu Fuß... Wenn du da Medkits oder sowas hast, also für Ausrüstung zu Fuß, dann ist es falsch. Hier sind, okay, hier sind Leute, die schießen jetzt auf mich. Ja, so, das weg, auf, weg, hat der Killer ja gesagt. Muss ich aber erst auf 50 Meter ran. Ich hänge in der Level-Architektur. Oh. Blöd. Jetzt hab ich mich losgekriegt mit einem wunderbaren Salto Mortale. Sehr gut. So, jetzt nochmal kurz das Ding. Also suche ich jetzt hier was? Minor Wreckage Thread 3 gibt es hier. Hallo John Jay, grüß dich. Oder so. Minor Wreckage Thread 3. Thread bedeutet, ich werde angegriffen, ist Quatsch, oder? Ich würde denken, ja. War Day Prospecting, Minor Wreckage, Impact Site, Trial. Wie sieht denn das Symbol aus, was vor dem The Trial steht? In deiner Kontaktliste da? Ah ja, das ist so ein Kasten, Doppelkasten. Genau. Prospecting, Minor Wreckage und Impact Site. Es wären drei. Dann drei, vier. Also ich würde sagen, Wiener Point ist nichts. Genau. Ich würde sagen, okay. Potter ist auch nichts. Dann gucken wir weiter. Johann ist auch nichts. Wer hatte Warday Prospecting? Hat noch keiner, ich jetzt. Ach, doch, hattest jetzt. Hattest du jetzt oder vorhin? Habe ich mir jetzt gerade ausgesucht. Dann mache ich... Okay, ich mache Hogan. Dann muss ich das andere Minor Wreckage nehmen, ne? Weil das eine, was hier in der Nähe ist, hat ein Threat-Level. Ja, das würde ich nicht nehmen. Hogan ist aber ein... Ja... Was ist eine gute Höhe, um so einen Planeten zu cruisen? 50? Was 50? Hasen? 1000 Kilometer. Du guckst auf die Markierung, wo OC steht. Genau. OC, gut. Perfekt. Das sind jetzt, also je nach Gravitation unterschiedlich. Das sind bei mir jetzt 520 Kilometer. Okay. Bei mir ist es auch 500, 600. Ja, ja, alles klar.
Das ist ja clever. Habe ich auch zum ersten Mal jetzt kapiert. Ja. Super gut. Hat ja nur 180 Stunden gedauert oder so. Das OC für Orbital Cruise steht? Nee, dass man halt immer bis zum Orbital Cruise raus muss, um vernünftig um einen Planeten zu kommen, um den nächsten Point of Interest zum Beispiel anzusteuern. Das ist am einfachsten, genau. Meistens springe ich ein bisschen zu weit raus, um dann wieder reinzuspringen. Oh Gott, jetzt habe ich, glaube ich, Mist gebaut, weil ich den Glide verballert habe. Okay. Ich lerne nie aus. Mach. FSD Cooldown. Das Spiel möchte auch, dass man es richtig macht. Glide verballern ist doch, weiß ich nicht, das ist schon Standard, wenn du wieder reinkommst ins Spiel. Ja. Dauert ein bisschen, bis man. Bis man wieder gleiten kann. Ja. Jetzt hätte ich noch irgendwie einen Wortwitz mit Gleitmittel, aber das. Ja, den habe ich eigentlich jetzt fest erwartet, deswegen habe ich eigentlich bin ich so eingestiegen, jo. Bin fast ein bisschen enttäuscht, dass er jetzt nicht kommt. Jetzt kriegen wir nicht, weil ich ihm gesagt habe, es war erwartbar. Ich muss landen! Ach so. Hast du Stress oder? Ich muss mich konzentrieren. Ich habe Stress. Gerade in der kritischen Phase des Landes. Ja, ja, das war gerade. Ich konnte gerade noch abfangen. So 20 Meter beim Boden. Oh, fucking Glide! Volle Pips in Schilde, sag ich mal. Ist eine gute Idee. So, ich bin irgendwo. Nein. Da müsste aber jetzt auf alle Fälle was zu sehen sein. Wo müsste was zu sehen sein? Warte, dann fliege ich da auch gleich hin. Wo seid ihr? Oh, nee. Ich bin wenigstens mal auf der Sonnenseite. Es ist doch gar nicht schwer. Am Ende eines langen Tages. Jetzt war ich too shallow? Wow. Genau wie meine Personality. Dim, dim. Ich glaube, ich mache nochmal einen Überflug. Könnt ihr mir jetzt mal sagen, wo ihr seid? Bomb. Naja, das ist aber ein kleines Wrack hier. Mythos? Ich bin bei einem Minor Wreckage. Da ist ja nicht das Richtige. Und da steigen so kleine Verteidigungsdrohnen auf. Das ist also das falsch. Ist schlecht. Jo, das ist schlecht. Jo, wo bist du? Ich sitze an einem SRV. Ja, bei Barday Prospecting oder wo? Ja. Gut, genau. Dann fahre ich da auch hin. Das ist eine gute Idee. Schon wieder Miete? So ein Mist. Das müssen die Drohnen jetzt ausbaden. Combat Mode, bitte. Na toll. Dafür gibt's auch noch Feinds. Du steigst schon wieder ein. Das ging aber schnell. Ja, weil ich das Gefühl habe, dass ich hier nicht sehr in der Nähe bleibe. Ich dachte, ich hätte es gesehen. Und dann bin ich mit dem SRV ausgestiegen, aber da war nichts. Jetzt suche ich gerade, wo das gewesen sein kann. Ach, da. Boah, der dreht wie ein Pottwal. Wo muss ich denn hin? Ach, da. Nee, war doch 500 Meter nur, aber... War der Prospecting oder was war das? Ja, war, genau. War der Prospecting. Genau. Weiß ich, wo ich hin muss. Diesmal komme ich gut rein. Bin in die falsche Richtung gefahren.
Am besten ist ein Winkel von 45 Grad. Ja. Oh, ist das so? Ja. Dann fliege ich erst noch ein bisschen rüber. That's what she said. Weil jetzt bin ich richtig. Bei 45 Grad? Mich deucht, ich werde veräppelt. So. Du bist auf Windows. Das stimmt. Oh Gott, ich bin 176 Kilometer zu weit weggedödelt. Da werde ich da auch mal landen, würde ich sagen. Ich könnte kotzen. Der Orbital-Kack macht mich krank. Vier Anläufe habe ich jetzt gebraucht für den Mist. Oh, ja, mein. Bitte? That was she said. So, ich bin hier an einem Tor. Warte, lass uns da gemeinsam durchfahren. Lass uns einmal etwas richtig machen. Muss man doch bestimmt scannen, oder nicht? Das ist doch immer so eine Scan-Geschichte. Es ist doch immer so eine Scan-Geschichte. So, was ist eine gute Entfernung? 50 Kilometer, ne? So. Darf ich dich abballern, wenn du kommst? Ja, klar. Ich baller aber zurück. Fliegt ein Ava vor mir. Kommt ein Ava geflogen, setzt sich nieder auf Vade Prospecting. Oh, jetzt war der Gleit aber geil. 10 Kilometer entfernt entgleitet es sich. Da ist es rot. Jo, wie weit weg hast du gelandet oder bist du nah rangeflogen? 600 Meter. Ein neuer Subscriber. Bums, John Jay wird beballert. Danke sehr, Plusi. Herzlichen Glückwunsch, John Jay. Keine Werbung für dich. Vollkommener Aberspaß. Wenn dich der Sendeplan für diese Woche interessiert, Ausrufezeichen Discord. Plusi, wenn du so weitermachst, kriegst du Bobby noch hier am letzten Tag des Oktobers. Ist das dein Ziel? Oh. Landing Gear. Landing Gear deployed. Landing Gear retracted. Nehme ich dir wenigstens ein bisschen was vom Schild? Nö. Ihr wisst schon, dass das, wenn ihr Crimes, Dingsbums, Report Crimes Against Me anhabt, dass das dann sofort Strafen gibt. Ja. Nur weil ich ein bisschen Spaß hab. Ja, kommt gleich wieder die Mythos-Polizei. Ja, echt. Ah, it's a dream. Endlich wieder Gas geben hier mit meinem Triple-Setup. Gibt für mich ja fast nichts Besseres als das Rumfahren im SRV mit dem. Guckt, warte, da gehe ich doch direkt nochmal. Wie er jetzt hier landet, das müsst ihr unbedingt so sehen. Guckt euch das an.
Hier ist Jo. Ich müsste unten doch irgendwie die Joysticks und die Pedale einfach noch einblenden. Ansonsten wirkt es für euch im Stream nicht so gut wie für mich. Hallo Mythos. Jedes Mal habe ich Playmobil-Feeling. Okay. Vardy Prospecting ist das einzige mit Tor auch. Wo ist der Scanner? Automated Mining Extractor. Data Link Scanner. Scanning. Content scanned. Kobalt detected. Hat sich ja gelohnt. Sind wir extra für den Kobalt. Wir sind für eine Quest gekommen, für den Kobalt geblieben. Schön. Und da stehen sie alle. Wie gehe ich denn nochmal in diesen Turret? Gibt's eine Taste für? Gibt's ein Knöpfchen für, genau. Brauchst du aber nicht. Doch, um vernünftig zu scannen. Ah. So. Ich kann ja mich bewegen und nebenbei den Turret machen. Das könnt ihr nicht. Kann ich auch. Nicht wie ich. Nicht wie ich! Ich kann niemand kann das so wie ich! Nee. Ich kann es zwar nicht bedienen, aber es geht. Theoretisch. So, was scannen wir denn jetzt genau? Naja, gibt es ja einiges, was rumsteht. Okay, wenn einer was Gutes findet, sagt Bescheid. Da ist ein Commander Aquila-Schiff. Angreifen, bitte. Nicht angreifen. Was ist das hier? Das Schiff wehrt sich. Ich habe eine Uplink-Log-Datei runtergeladen. Wo? Tja, das möchte ich gerne wissen, ne? Ja. Ganz am Ende. Unmanned Command. Ganz am Ende. Settlement Comms Uplink, ne? Hier habe ich auch so einen Uplink. Der hat er mir einfach in meinen Scan rein. Ich glaub's nicht. Wo, Mythos? Wo hast du auch sowas? Das und ist. Dann nach links mal raus. In eure Nachrichten reinschauen. Zu Commander Aquilas. Na toll, 5 von 6. State Name and Occupation. Ah, 1 von 6, 3 von 6. Mhm. Einen bösen Prank. Hier ist der nächste. Hinter der Station. Vier von sechs. Sag mir bitte nicht, dass sie wieder gedödelt sind dann. Nee, sind nicht gedödelt. Ich habe auch vier von sechs. Coole Musik. Die anderen zwei sind doch bei Hogan. Hahaha. 6 von 6? Hä? Steht irgendwie in der Mitte da auf so einem Podest. Ist das Mitte? Ah. Hier jetzt wo? Neben mir. Nicht so nah ran. Das Ding. Ja, das Ding da. Ach, hier ist noch einer. Versteckt er sich?
5 habe ich. Jo, wie viel hast du? 4 Stück insgesamt. Hier in der Mitte? 1, 2, 3 und 4. Eins fehlt mir. Oh, habe ich gleich tatsächlich alle? Ich habe 6 von 6. Ja, Moment. Nummer 6 von 6. Nein, nein, ich habe alle 6. Ich kann sie ja vorlesen. The accused. State name and occupation. Peter Kennis. I'm a marine biologist. Wo ist denn der 5? What the hell is going on? Ja, gute Frage. Ich bin, also sie sind alle, das was Mythos gefunden hat, finde ich, war das Schwerste und die anderen sind alle um diese beiden Gebäude hier hinten drumrum. Ich stehe auch gerade neben einem, falls einem der fehlen sollte. Also, ein Marinebiologe. What the hell is going on here? Confirmed, enter escape pod. Settlement comms, log uplink. Dann 2. State name and occupation. I'm a Pavel. Pavel Malinowski. I run a food stall on Burbank Orbital. Look, I'm a nobody. What do you want from me? Und dann ist es schon wieder weg. 3 von 6. Das sind alle, die jetzt tot sind, ne? Violet Hassan. I design interactive entertainment programs. Go confirmed. Enter escape pod. Dann 4. I'm Robert Buchanan. I work in Starport Hangar Base. A mechanic, I mean. Please let me leave now. I have a family. Bloop. Confirmed. Enter escape pod. Ist ja nicht so spannend bis jetzt. Der 5. von 6 ist whoever set this stupid prank up, I want you to know that I'm going to find you and break your legs. Jasmine Marquez, Security Officer. Okay. Die ist ein bisschen aggro. Und 6 von 6 ist state name and occupation. Accused of what, damn machine? Fine, since everyone else did it. Mason Collier, Shuttle Pilot. Enter escape pod. Records complete. Complete Coordinates B3B. War das nicht auch B3B ist da, wo es weitergeht, ne? Genau. Das ist ja lustig. Das heißt, wir hätten, wenn wir das erste hier gefunden hätten und hier angefangen hätten, hätten wir hier den Hinweis gekriegt, wo es weitergeht. Genau. Gut zu wissen. Ich finde einen nicht. Hast du den, der vor mir ist, direkt? Ich weiß nicht, wo du bist. Muss gucken, warte. Direkt vor meiner Nase. Ja. Ne. Da sind 2, ne? Also hier direkt nebeneinander. Hier der auf dem aufgeständerten Teil hier ist auch noch einer. Genau, oben. Einer ist jetzt links und einer rechts von dir. Oben das rechts. Den hast du auch, oder? Ich meinte, den habe ich, ja. Ich kann so nicht scannen. Zu viel daneben. Hier gibt's auch noch einen. Neben der Rampe hier. Neben der Rampe, wo Mythos gerade ist. Ich fahre auch gerade hin. Da. Aber ja. Das ist, glaube ich, das war die du als erstes gefunden hast. Die hattest du als erstes. So. Und dann können wir ja hier links rumfahren, genau. Dann sind wir hier außen rumgefahren. Und da war dann hinter der Halle hier auch einer. Und genau, hier den hast du aber auch gefunden, den hast du ja mir gezeigt. Und hinter der Halle ist genauso hier einer. Sind quasi zweimal vor den Hauptgebäuden jeweils einen, zweimal hinter den Hauptgebäuden jeweils einen und dann diese beiden in der Mitte. Automatisches Minenabbaugerät, das will ich ja nicht. Hast du das hier, wo wir jetzt beide sind? Ich weiß es nicht. Das muss ich jedes Mal gucken, weil ich kann überhaupt nicht sehen, wo die sind. Aber wo wir sind, kannst du ja sehen. Ich sehe nur die Markierungen. Und wo wir sind. Genau, wenn ich frage, dann meine ich damit, hast du den, wo wir gerade stehen. Im Prinzip könntest du die Kontaktliste durchgehen und alle einzeln. Das Problem ist natürlich. Das war er. Das war er. Schön, dann haben wir jetzt alle. Dann auf zu B3B. Na, komm mir nach, ich kenne den Weg. Hat er sich nicht mal in seinem eigenen Videospielmuseum verlaufen?
So. Upsi, vorbeigerutscht. Andersrum, ne? Das war wieder was mit Gleiten. Vorbeigerutscht. Hier ist aber auch schön. So. Genug. So, ist das nicht mein Schiff oder was ist hier jetzt los? Bin ich jetzt bescheuert? Ich mach das immer so, dass aber ich. Aber nach deinem Haus. Dass ich die Handbremse benutze unter dem und diesem Teil, weil sonst kriegst du einen Rappel da. Ja. Also liegt jetzt auch daran, dass ich den Gashebel keinen Nullpunkt habe. Also sprich, wenn ich den weiter nach Bordschippe, ich bin so blöd. Das geht doch ganz einfach. Muss halt genau drunter stehen. Ja, nein, es gibt ich hab rechts nicht drauf geachtet auf das Ding, auf das man. Ich dachte, es kommt ein Overlay in die Mitte des Bildschirms, aber das war ja nicht so. Ich erinnerte mich. Erinnere dich. Wuhu, let's go! Das war cool. Also eigentlich war es blöd, aber es war cool mit euch. So. Boah, Mythos, du Irrer. B3B. Den muss ich ja sogar noch scannen. Das ist ja, der, den ich nicht habe. Ich kann euch nicht sagen, wie cool es ist, wenigstens Gas zu geben mit den Pedalen und zu bremsen. Ach, das glaube ich. Das ist bestimmt geil. Ja, das ist total cool. Auch im, halt auch im beim Fliegen, ne? Dass man da dann so analog am Ende reinfliegt in die Station und dann das Gas so richtig genau hat am Fuß, das hat schon was. Ja, normalerweise müssten das ja dann eigentlich die die Links-Rechts-Pedale sein. Richtig, aber die habe ich ja auf dem Joystick, wenn ich den so tilte. Ja. Das ist ja, also wenn du jetzt von der Flugzeugsteuerung kämest. Mhm. Ist zum Wegfliegen auch der 45-Grad-Winkel am besten? Da müsste es doch 90 sein eigentlich, ne? 90. Ja. Du kommst sonst auch, er lässt sich sonst auch nicht in Super Cruise wegen Escape-Vektor. Also hatte ich jedenfalls gerade. Ist so. Ja, ist so. So, im Weltall gebe ich natürlich nicht die ganze Zeit dann Gas mit dem Fuß, da mache ich es dann kurz mit dem Mauswheel, halt Full oder 30. Reicht ja vollkommen. Aber da hast du natürlich mit dem Fahrzeug wesentlich mehr Kontrolle drüber. Ja, das an der ist Stelle. Cool, ja. Das ist ja gerade das, was ich so geil finde, weil es sich dann auf einmal anfühlt, als würde ich wirklich ein Auto fahren. Würde halt nur noch fehlen, dass das Lenkrad funktionieren würde, aber das kriegst du mit dem Force Feedback nicht eingestellt, weil das halt kein Force Feedback hat. Irgendwo ist hier ein Planet bei mir in der Nähe, der mich im Super Cruise abbremst. Ja, ich bin auch sehr langsam. 0,15C. Ah, die Engines kann ich mal wieder mehr reinmachen. Ich bin da. Gekonnt ist gekonnt. Ja, erstmal abtauchen, ne? Genau. Erstmal abtauchen, weg aus dem... aus der Orbitalplatte, wie heißt das? Orbitalebene. So, was machen wir jetzt hier? Da muss ich jetzt nochmal erst die draußen die 2 von 3 finden und dann auf dem Planeten könnt ihr schon lossuchen. Trial 2 von 3, den hatte ich schon, ja. Habe ich den schon vorgelesen, Trial 2 von 3? Nee, ne?
Musst du erstmal finden. Ja, stimmt, genau. Aber ich würde ihn für euch jetzt gern schon vorlesen. Mit wir wissen, wie viele Cargo-Container wir diesmal scannen müssen. Mhm. Was ging da jetzt gerade vor? Da hat irgendeiner einen Prank gespielt und die sind alle in die Escape-Pods? Das mit dem Prank kapiere ich nicht und auch mit den Escape-Pods nicht. Auf jeden Fall waren die alle angeklagt, ne? Und wurden auch alle, sind alle schon getötet worden. Alle, die wir da gehört haben, alle sechs. Sind alle verhaftet worden jetzt. Aber in dem Ding steht auch drin, dass alle schon dead sind, poisoned. Oder war das in dem letzten? Das wir jetzt halt schon kennen. Weil ich das ja als erstes gefunden hatte. Das stand in der Trial-Geschichte, glaube ich, der Hintergrund, oder? Weil unten auf dem Boden hieß es ja immer nur confirmed up to... genau, confirmed und up in den Escape-Pod, ja. Genau. So, ich bin im Anflug. Naisu. Auf Goddard Mill. Goddard Mill, ist das? Okay. War der erste in der Liste von Orten. So, ja, ja, der erste, der da ankam, ne? So. Gibt es da noch einen anderen? Kommt weiß ich nicht. Oder waren da jetzt konkrete Hinweise auf Orte? Ich hab's ja noch nicht vorgelesen. Ansonsten ist da dann nur Dave's Research Labs, Low Security, also von daher. Klingt auch nicht so falsch. Eher Low Security ist eine Security-Einstufung, ist jetzt wieder... Eigentlich das, was wir nicht haben wollen. Ja, stimmt. Danke, Plusi. Es gibt erstmal Realistic Knocking für alle. Donk, donk, donk. Hallo? Ah, The Trial 2 von 3 ist aber auch nah. Nah dran hier. So. Listening Post. Das ist ja ein schöner Planet. So. Die Nachricht bekommen und lese sie jetzt euch vor. Die zweite ist: Upon this planet, the trial continued. Testimony was heard. Pleas were bargained. A full confession was required to absolve the sinners of their sins. The judge recognizes true remorse. Only the two most honest will leave this place to face a final verdict, a chance at redemption. Also, nur zwei kommen weiter. Anscheinend müssen wir wirklich nochmal alles machen. So sechs Dinger wieder machen, um jetzt die Testimonies zu hören. Only the two most honest will leave this place. Und nur zwei, die wenigstens ehrlich waren, durften dann weiter. Genau. Und das haben wir dann ja nochmal gehört. Das war: Verdicts have been passed. Justice for all. Did you follow all of the court's proceedings? Will you discover how this story ends? I wonder what your book contains. What moments fill your record? Would you be considered innocent? Something to keep in mind. Das ist die ganze Story. Oh. Goddard Mill alle? Oder ist einer woanders? Es gibt Goddard ja nur noch... Mill gibt es tatsächlich scannbare Geschichten. Okay, dann du bist also schon da, verstehe. Ja. Von 5 übrigens, hier gibt's 5. Mhm. Im Prinzip könnte ich ja das Licht hier mal hier hinhalten, ne?
Hilft das? Siehst du das? Wenn ich das Licht, den Lichtkegel ja. jetzt weg... Ja, Tatsache. Naja, okay. Parke ich mich halt so, dass ich irgendwie da auch noch Licht reinwerfe. Halt! Aber er merkt sich immer, dass ich die Handbremse angezogen halte. Hatte das letzte Mal. Das ist wichtig. So. Die sind letztes Mal im Uhrzeigersinn, gegen den Uhrzeigersinn gewesen, die Dinger, ne? Ihr habt einfach ohne mich angefangen. Ihr Schweine. Nee, was denn? Du bist doch dabei. Da bin ich dabei. Das ist prima. Ich sehe nix. Wieso muss das immer im Dunkeln sein? Mach doch Licht an. Hab ich... So, drei habe ich. Zwei sind, wenn du reinkommst, rechts. Wenn man reinkommt, rechts. Hier, also, der eine ist draußen. Akila steht da oben im Weltraum und guckt auf uns herab. Rechts da, da neben gucken dem ganz Tor? Viele. Von da sind ja ganz viele. Upsi. Was sagt denn der Dingsbums? Confess 2 von 5, 5 von 5. Na gut. Und ja, jetzt fehlt mir noch. Hier ist einer. Und auf der anderen Seite von dem Gebäude hier ist auch ein versteckt hier zwischen. Ausparken hier. Will mir einer eine Führung geben oder soll ich suchen? Such. Such. Es ist ja Ostern hier. Das heißt Halloween! 1, 2, 3, 4, 5. Ich hab alle. Oder wie hieß das Fest mit dem Elefanten? Nee, egal. So, genau. Da geradeaus, wo ich gerade drauf zugucke. Ja. Den habe ich. Oder liegt Material? Sozusagen links davon, sozusagen, auf der anderen Seite des Gebäudes. Okay. Versuche ich. Cargo Scoop lowered. Genau, es gibt ja auch Materials, die man einsammeln kann. Genau, also, ja. Hier müsste das sein. Ja, hier. Jetzt könnte ich ja auch mit ins Team kommen, eigentlich. Jetzt ist ja eigentlich alles gescannt, was gescannt werden kann. Wo ich jetzt drauf zugucke. Genau, könntest du. Ah. Already accessed steht hier. Das kann doch gar nicht sein. Ich hab nur eins. Ja, gibt ja noch mehr. Also hier eins, das auf der anderen Seite hattest du ja.
Nee, eben nicht. Ich habe ja erst eins laut Nachricht. Also ja? Hier. Da, wo ich jetzt hingucke, in 60 Meter Entfernung. The Confessed 5 von 5. Ich habe immer noch nur eins, obwohl eins, er sagt, zwei, ich würde sie kriegen. Hä? Da, wo ich jetzt genau drauf zugucke. Ja, da. Da ist eins. So, ich brauche noch einen. Der müsste im hinteren Teil der Siedlung sein, schätze ich mal. Ja. Also mir sagt der Jo, dass das, wo du drauf zuguckst, das gleiche ist wie das erste, wie das du mir gezeigt hast. Da guck mal hier durch. Ja, sorry, hast recht. Kann man durchscannen, ja. Nee, hier vorne? Hier vorne unter diesem... So, da, wo ich jetzt drauf gucke. Da ist eins. Das andere ist hier. Steig aus, zeig's ihm. Das andere, da stehe ich jetzt 20 Meter davor. Keine Chance. Dr. Bacillus, das ist Horizons. Oder Odyssey, je nachdem, wie man will. Jetzt hat's geklappt, die beiden habe ich jetzt. Ah, okay. Dann hier hinten. Geht also bei beiden. Und was ist die Halloween-Quest? Naja, was sie genau ist, du musst in ein System fliegen und dort kriegst du das erste Mal so einen Hinweis über ein Gerichtsverfahren. Wir sind mittendrin. Also genau kann ich es dir nicht sagen. Wenn wir es wüssten, wenn ich es schon wüsste, würde ich es nicht machen. Ach, ich den genau darauf zufahre. Ja, das ist die dritte. Aber herzlich willkommen. Schön, dass du reinguckst, Octobacillus. Okay, das war der dritte Streich. Warn Shield Emitters, auch nicht schlecht. Mitnehmen. Ja, wie denn? Ich habe ja kaum Space. Das ist Material, das kannst du einfach so einsammeln. Ach so. Ja, das geht nicht in Space. Okay. Aber mit Cargo Scoop muss ich es nehmen, ne? Cargo Scoop lowern und dann einfach aus... Muss es schon targeten und dann rüberfahren. Ja. Wenn ich es nochmal wiederfinde, dann hole ich es auch. Das ist ja nee, jetzt findest du, das kannst du jetzt nicht mehr finden. Nee, wie? Das hat der Jo. Oh, das hat Jo vor mir eingesammelt. Ich hatte es nämlich auch schon getargetet. Die typische WoW-Loot-Geschichte der ersten Tage. Ja, das ist halt. Es gibt den Vorteil nicht, dann zu viert hier irgendwie sowas zu machen. Nee, das gibt's nicht. Nee. Doch, euch das hier rumfahren zu sehen, ist definitiv ein Vorteil. So, wo sind jetzt noch 4 und 5, mein Gott? 3 habe ich. Ich muss Material einsammeln, ich habe keine Zeit für dich. Ja, das war klar. Ist da noch was? Hier hinten, glaube ich, war noch was. Ich habe zumindest nichts mehr in der... Ich habe auch schon einiges eingesammelt, also von daher. Ich habe meinen PS4-Account auf PC transferiert und kann auch mit VR. Ja, super. Sehr cool. Hallo Jolly Roger 864. Leider ein wenig zu weit weg für mich. Wo bist du denn, Jolly Roger? Hier. Ah, hast du den schon? Welchen? Ich komme zu dir. Ich gucke direkt drauf zu oder ist er auf der anderen Seite? Ja, hier. Nicht mich scannen. Da, wo ich drauf zugucke. Guckst du drauf zu, da? Ja, den habe ich glaube ich auch noch nicht. Neuer Subscriber. Doch, den hatte ich schon. Oh. Vielen Dank, Plusi, und herzlichen Glückwunsch, Octobacillus und Jolly Roger. Ihr werdet hier gleich ausgestattet, wie ihr seht. Gibt's keine Werbung. Sendeplan für die Woche findet ihr auf Ausrufezeichen Discord, auf dem Discord vom Avaversum. Oh, Jolly Roger ist 32.700 Lichtjahre weg. Wow. Das ist mal eine Ecke. Soweit warst du aber auch raus, Jo, oder? Ja. Ungefähr. Ah, hier habe ich noch einen jetzt. 33.000 war ich noch nicht. Einer fehlt jetzt noch. Ich habe 4 von 5. 20.000.
Ja, ich habe hier noch einen, aber ich weiß nicht, ob du den schon hast. Welche? Welchen? Den? Ja. Entschuldige, den habe ich gerade, genau. Ja, ansonsten weiß ich es gerade nicht. Die anderen habe ich. Gib mal ein Ausrufezeichen Discord, damit die Leute wissen, wo die gute Community ist. Ach, gibt's hier, kann ich nicht die Targetliste oder sowas rumgucken hier? Filter? Ja, das Problem ist halt, die ist auf Distanz. Und jedes Mal, wenn du eine Position veränderst, ändert sich die Reihenfolge in der Targetliste. Danke, Herr Kerl. Aber du kannst es ja markieren. Und da sie alle nur Settlement kommen, Dingsbums heißen. Ja, man muss wirklich versuchen, irgendeine Reihenfolge reinzukriegen. Ansonsten wird es schwierig. Also den hier finde ich jetzt besonders unübersichtlich, denn der eben war ja leicht im Vergleich zu dem Kram. Man kann aber auch seine Sensorreichweite ein bisschen erhöhen. Vielleicht wird es dann einfacher. Gerade wird es bei mir gar nicht angezeigt, habe ich das Gefühl. Irregular Markers oder wie heißen die Dinger? Nee. Kommunikations-Lock-Uplink-Siedlung. Communication-Lock-Uplink. Ja, aber doch nicht in der Navigation Location. Contacts. Unter Contacts. Contacts, genau. Settlement genau. Comms Log Uplink. Wo? Wo bist du da? Jetzt habe ich gerade wieder diese langsame Piano-Musik. Die finde ich ein bisschen gruselig. Schade. Die habe ich schon mal. Okay, der hier ist es nicht. Kann sich mal Jo hier hinstellen, damit ich weiß, dass ich den nicht habe. Wo? Wo ich gerade bin. Wie bist du eigentlich Spielejournalist geworden, sag mal? Ich finde diese Basis gerade mega verwirrend, weil ihr auch ständig rumfahrt und dann sagt, Jürgen, komm mal noch einsammeln. Hier kriege ich ja nie was rein. That's what she said. So, wo bist du? Da, nee. Ist schon weg ist das, was hinter mir ist. Ich hatte das Gefühl, du wolltest mir deine Hilfe nicht anbieten. Doch, ich wollte zu dir fahren. Okay, weißt dann fahr was? Ich fahr nochmal hin. Jetzt fahr doch nicht weg! Doch! Wo bist du? Das hier ist. Hier ist doch einer gewesen, ne? Ja, genau. Das hier ist der, den ich schon habe. Und da soll ich mich jetzt hinstellen? Ja! Okay. Hier. Mache ich. Genau, da. Und Mito stellt sich an den anderen. Und dann suche ich dann noch Akila an ein, dann ist ja nur noch einer übrig irgendwann. Hast du den hier außen schon? Der hier könnte es sein. Ah ja, genau, da ist auch Juhu! Noch einer. Ich habe alle fünf. Danke, Jo. Gerne. Ich war eine große Hilfe, ich fühle es. Ich glaube, es ist einfacher, wenn wir von Anfang an zusammen alle suchen und ich nicht dann ankomme, während alle schon alle fünf haben. So, The Confessed, 1 von 5. Du musst schneller starten. Peter Kennis, Marine Biologist, confess your crime. This is ridiculous. Who the hell do you think you are making us play this stupid game? What gives you the right shuttling us around in pods like some kind of livestock? You want a confession? That's the plan. Gonna share it with my boss, huh? Is this what it's about? It was a simple mistake, that's all. I screwed up the calibration of a sub-aquatic probe. Nobody knew there was a liquid hydrocarbon deposit beneath in the area where we were surveying. If the probe safety mechanisms were working, it wouldn't have drilled so far into the rock. It's the probe's fault. I can't be held responsible for the ecological disaster that followed. If I were guilty, then I'd have been caught. Nobody questions the report except Milton, and that loser folded his argument quickly enough when confronted. The deaths of those creatures. Look, I got into this field to preserve marine life, not harm it. It's not my fault, you have to believe me. Now get this thing out of my skull. Okay.
Dann 2 von 5. Das ist Pavel Malinowski. I don't know what to say. I'm forced to confess to something I feel no guilt for under the threat of execution. How can you say this is justice? But then I think you already know what I'm going to say. That man, Mr. O'Neill, do you know what he did? He treated our community. How he treated our community? He owned most of the residential areas in the outpost. Spoke to us like we were his servants. Every month, a new regulation we were obliged to follow. Constant maintenance checks that were not needed, yet we were forced to pay for. Prices for simple amenities increased 2-3 times a year. Local businesses were charged outrageous rent and expected to serve him for nothing. He fined us for everything he could and paid off the authorities to ignore complaints. One day he comes to my stall to eat as I prepare his food. He tells me I must leave my apartment with my family that evening. The look on his face, the smile, was that of a devil. It angered me so. I slipped something into his meal. Pest control poison. For the sake of the community, he died a few days later, and we were free of his disgusting greed. I will not apologize for that. Just let me go home. Das war, glaube ich, sehr ehrlich, oder? Es war natürlich trotzdem ein furchtbares... Er ist ja ein Killer, der Pavel. Das erste war, glaube ich... Ja, da war, der schiebt ja die Schuld wem anders in die Schuhe. Oder wie würdet ihr das interpretieren? Der hat ja gesagt, der andere ist schuld und ich habe hier nur meine Arbeit gemacht. Dass die Maschine war schuld. Oder die Maschine war schuld. Okay, das dritte. Violet Hassan, Software Designer. I sell illegal interactive suites. The kind of that people say are rumors. A lot of horrible things happen in this cesspool we call humanity. You have no idea how much of it gets recorded. Police evidence, blinks following around, some hapless victim to be. Ships smashing into the ground or the side of the station. All the wars, the endless power grabs by factions and corps. It's easy to access the classified data. Hello, Mythos. It's easy to access the classified data if you know where to look. A bit of hacking into the right data bank and it's all available to copy. And there's things in there that would turn your stomach, believe me. Sick people want to see that stuff, so I code it into suites for them to experience. Makes me a lot of credits. Also das ist so ein perverser Freak, oder sie, die so VR-Suites designt, damit die da Erfahrung hat. Und die sind gestohlen aus den Datenbanken von Classified Police Data und so ein Kram. Not like I'm going to get a cease and desist from the deceased. They shouldn't have been unlucky. Can I go now? This thing you planted in my head is sore. Hm. Ehrlich ist sie auch, ne? Aber ist natürlich auch kein geiler Crime. 4 von 5. Jasmine Marquez, Security Officer, confess your crime. You can shove your confession down your throat. Didn't you get enough fun out of the first location? Watching us march miles to the escape pods to find out there's only 5? Must have been thought you were real funny assigning the same one to me and that Buchanan guy. Also Buchanan ist schon tot, weil kein escape pod gekriegt hat. Das ist natürlich unfassbar. He starts crying and drops to the floor, begging me to let him get into the pod. Saying he has a family and all that. He's tugging at my leg, wailing through snot and tears. The other pods take off, the cowards in them. Leaving me alone with that spineless chump. Of course, that's what you did. That's why you did it. You knew I was the only one who'd deal with the problem like it's supposed to be dealt with. That's the reputation you kidnapped me for, right? I cracked the guy over the head and left him laying. Got in the pod, just like you guessed. I figure you blew his brains across the ground afterwards. Screw you, go to hell, I'm not saying another word. Okay, also Jasmine Marquez ist einfach mega kranke Frau. Geht ja gar nicht klar. Hat einfach dann vielleicht unschuldigen Buchanan umgebracht, um in den Escape-Pod zu kommen.
Mason Collier, pilot, confess your crime. Why did you put explosive in our heads? Isn't it enough to leave us auch noch in, das ist ja furchtbar. Isn't it enough to leave us stranded without a working HUD? Wait until we're gasping for air? No, you maniac. You get off on pressing the detonator yourself, I bet. Fine. I know why I'm here. I've been haunted by what I did for long enough. May as well get it off my chest. Es scheint auch ehrlich zu sein, Goddard Mill. They paid me more credits than I earn in a year. The cartel, I mean. All I had to do was pick some executive up in the luxury liner and ship them to the destination I'd been given. She'd spearheaded a new security initiative at some backwater port to cut crime. I didn't ask too many questions. Ich möchte gar nicht wissen, wie das alles auf in der deutschen Version ist. Da gibt wahrscheinlich keine der Stories noch Sinn. I knew they'd kill her. If you met the cartel thugs, you'd have known too. The exec said they were going to meet some fancy security company to hash out the customs check process. She thought the cartel would be angry about the new laws and wanted assurances that the security team could handle any trouble. Instead, she found out personally that they couldn't. What I didn't expect was the cartel sending the body to the port in pieces, scooped up all the bits and put them in a cargo canister. When I saw the news bulletin, I nearly threw up. But what was I supposed to do? When the cartel tells you to do something, there's not a lot of negotiation room. I couldn't say no. Please, whatever crazy motive you have for judging us, I didn't have a choice. Records complete. Coordinates B4A. That's where we're going. Also ich glaube, zwei waren ja ehrlich, ne? Der letzte war ehrlich, der mit dem Kartell. Und der Typ, wo ich zuerst gesagt habe, das war glaube ich zwei. Ja, das glaube ich. Octobacillus sagt, ich stehe vor Darkwater Station. Hilft uns das? Welches ist Darkwater Station? Wir sind gerade also erstmal musst du in das System Guarichio. Da bist du schon. Und wenn du da bist, ist welches war der erste Planet? Die hatten wir doch aufgeschrieben. Ich guck mal kurz nochmal rein. System Map. B2C. Genau. B2C. Das ist dein erster. Da fängst du an zu scannen. Kann das jemand schreiben? Guarichio. Ich kann es einmal aufschreiben. Guarichio. Das ist das System. Und da musst du als erstes zu B2C. Und wenn du den Planeten scannst, B2C, dann kommt da so ein, wie hieß es nochmal, Threat? Nee, Threat 1 von 3? Trial, genau. Trial genau. 1 von 3 und wie hieß die Station? Wisst ihr das noch? Moment. Yuan war es nicht, es war irgendwas mit P, ne? Peninsula, sonst Prospecting, wie. Irgendwas. Wade Prospecting. Ja, Wade Prospect. Genau, Wade Prospect. Prospect. Genau. Nicht Potter, nicht Heo, nicht Hogan. Nicht Yuan. Wade Prospecting. Wade Prospecting. Und dann kommt B3B mit der Goddard Mirror. Das ist das, wo wir gerade sind. Und es muss alles gescannt werden, genau. Sowohl das Trial im Orbit als auch hier alle Leute, alle Stationen. Ob man sich das dann durchliest und die ganzen Sachen dann übersetzt, ist jetzt noch eine andere Frage, ne? Naja. Ich meine, die Geschichten sind ja nicht schlecht. Achso, die Geschichten hat er dann jetzt nicht genau da. Ja. Das stimmt natürlich. Du.
noch einen Bus setzen hier. Achso, habe ich keinen Kurs. 45 jetzt, Sprünge. Seht ihr gerade, wo ich bin? 45 Sprünge, das ist hart. Ja. In welchem Schiff bist du denn, Bacillus? Da müsst ihr hin. Da ist der nächste, da sind die nächsten scannbaren Objekte. Und jo, da kannst du auch schön mit dem SRI durch die Gegend springen. Das sind so schöne Sprungschanzen und sowas. Entschuldige nochmal, welches war's? B3C? B4A. Ach nee, das zweite? Das dritte. Das dritte war B4A. Genau. Ach ja, das war das, was ich als erstes gefunden hatte, genau. Richtig. Oh ja, ich sehe die Sprungschanzen. Wow. Was? Sprungschanzen? Warte kurz. Nicht ohne mich. Nicht schon wieder. Das sind richtig geile Sprungschanzen. Ja. Boah. Oh, Bacillus ist in der Anaconda und braucht trotzdem 45 Sprünge nach Guarigeo. Das ist natürlich hart. Aber ich meine, wer von uns hat nicht schon mal 100 Sprünge gemacht? Ja. 108 oder so, habe ich glaube. 112 war mein Maximum. Das war da, wo ihr mich mit dem Frachter da verlassen habt, mit dem Carrier, und ich dann von da nach Pakatunika nach Hause fliegen durfte in meinem kleinen Kackschiff. War das, wo ich 18.000 Lichtjahre von der Heimat entfernt war und 2 Milliarden Credits winkten. Genau. Dachte ich, komm, dafür drehe ich mal um. Ich muss mir den dritten Trial noch holen gerade. Den hatte ich noch nicht. Wie heißt die Station dann auf dem Planeten? Downey Junkyard. Downey Junkyard, alles klar. Downey Junkyard. Ah, da steht ja auch. Downey's Junkyard, stimmt. Ja, jetzt haben wir Aquila doch reingenommen, weil jetzt haben wir alles. Yep. Nice. So, hier gibt's auch keine Materialien, ich habe schon geguckt. Nee, mehr. Es gibt hier nichts mehr zu sehen. Nee, tatsächlich gab's hier gar keine. Sprungschanze! Spoiler, jo. Oh, geil. Ja. Oh. Scheiße, da ist... Oh, oh. Ja, dahinter ist ein großer Krater. Auf den war ich unterwegs. Jo, weißt du noch, als ich in dem Krater verschollen war und du versucht hast, mich daraus zu holen? Hier kann ich mich jetzt revanchieren. Ja, das ist echt ein großer Krater. Du machst den jetzt noch größer, ne? That's what he said. Nein. Und es ist mal Tag. Das ist auch schön. Ja, genau. Endlich. Ich wollte es gerade sagen. Schätze! Cool. Zweimal ist es mir ja bisher schon passiert, dass ich mit dem Fahrzeug auf einem sehr, sehr kleinen Mond jeweils in so einen Geysir reingefahren bin. Oh. Ups. Und da war ich plötzlich 40 Kilometer über der Oberfläche, Tendenz steigend. Habe ich das Gerät dann umgedreht und mit dem Schubdings da halt mich wieder Richtung Mond buxiert.
Sonst wäre ich ewig weiter geflogen. Und ich bin unbeschadet gelandet. Das hat mich am meisten gewundert. Ach guck, da kommen sie. Ja, das ist der Krater. Glaube ich. Michi, den du gerade siehst. Da geht's abwärts. Mhm. Da kann man mit Karaho einspringen. Ist der das? Nee, das ist der gar nicht. Doch? Doch, doch. Und wie viel gibt's hier zu scannen? Zwei? Zwei. Mhm. Ja, sind ja die zwei Überlebenden, ne? Bisher. Und es gibt noch eine dritte Nachricht für den Zeugen. Oder ist das was anderes? Nee, das gehört dazu. Gehört dazu? Okay. Hm. Spannend. Du, 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 du. Aha. So, den linken habe ich schon mal. Natürlich bringt mich Jo zu den Sprungschanzen und nicht zu den Comlinks. Aber yeah, die sind aber auch cool. Sorry. Wir haben hier sein Schiff stehen lassen. Akila, es tut mir leid. Ich bin direkt auf deine Katze. Ich bin auf deine Katze gesprungen. Alter. Sehr schön. Gab's schon mal solche Sprungschanzen? Das habe ich, nee. Sehe ich zum ersten Mal. Sehe ich auch zum ersten Mal. Sehe ich schon, ich habe mich völlig falsch geparkt. Ja, leicht falsch geparkt. Aber ist okay. War lustig. Der Down on Earth ist Astronomy, der Down to Earth ist Astronomy. Der hat hier auf dem Kran geparkt oben mit seinem SRV, ganz oben auf dem Kran hier. Natürlich. Akila? Ja? Es tut mir furchtbar leid. Schiff kaputt? Nee, ich stehe drauf. Oh. soll ich es mal wegschicken, das Schiff? Grad mal nicht. Aber ich habe ja extra ein Halloween-Kostüm ins Schiff gemacht. Da geht's. Mythos, suchst du auch noch? Ich suche auch noch einen. Die sind. Ich helfe euch. Kommt, Leute. Sind doch nur zwei. Einen haben wir doch schon. Sind doch nur zwei. Einen habt ihr und der andere ist daneben. Also was? Keine 50 Meter entfernt. Davon nehme ich ein Auto? Ja. Unglaublich. So, der eine war... Ja, ich hab's auch. Hier und der andere ist irgendwie ein paar Meter daneben. Womit fange ich denn an? Mit Judgment oder For the Witness? Nee, für Judgment natürlich erst. Accused, Pavel and Violet. Die haben wir genau gehabt. Jawohl. Es war genau richtig. Ja. The Detonator will grant one of you freedom. Choose. What now? One of us has to push the button. What? Don't play dumb. We started as six. Now we're two. They were never going to let us both, to let both of us go. It says grant one of you freedom. Freedom from what? This place or life? Tough choice. I can't do it. I don't want to choose. Fine, I'll do that. Wait, just wait, okay? Let me think. You said you don't want to choose. I don't want to stay here any longer than I have to. Either my head explodes or I go free. Not a lot to think about. What if neither of us play?
both of our heads explode. You can't know that for sure. Have you seen the scar on the back of my head? You have one too. Maybe it's a bluff. It's a good one. I'm going to pre... Nay, what you... Why'd you take it? Would you just let me think? For pity's sake, there's nothing to think about. Press the button. End this. The others followed the rules as far as we know. Gave the murderer exactly what he wants. We've never been given a timer. So maybe there isn't one. We can find a way out of here. The cop didn't play by the rules. They're gone too. But that doesn't mean press the button. No! I want this to be over. Just give me the detonator, a button press and one of us can go home. Good luck, Pavel. Ja, klar. Sie war aber auch krasser als Pavel, ne? Das kam mir ja auch eh schon vorher so vor. It doesn't have to be this way. We can both go home. I know it. Shut up. Give it to me. Stop it. Oh, no. I'm sorry, sagt zwei. Good luck, Pavel. Pavel hat überlebt anscheinend. The trial has come to an end. Pavel Malinovsky was honest in his declaration. He followed all of my directives eventually. And yet, given a final decision to make, Malinovsky chose murder for the second time. A sin confessed and a sin committed. I have no more trials to offer. There's one last escape pod. Perhaps if Marquez had struck me with true ruthlessness, Malinovsky would carry his guilt for the rest of his natural life. Thankfully, I am here to ensure his punishment is administered. The pod has been reprogrammed to enter the nearest star. The heat of judgment will purge his soul. Absolution awaits. Ach, krass. Anaconda, Python, Asp und Cobra. Das sind wir. Nee. Doch. Nein, aber fast. Aber fast. Eine Anaconda, eine ASP und ein FDL-Feld. Und halt noch eine ASP. Did you find these malevolent snake skins? A reward for giving me an audience. Something suitably sinister for a ghoul. Weil wir uns jetzt erlabt haben an den Schicksalen von diesen schlimmen Typen, die umgebracht wurden, kriegen wir einen Schlangenskin? Und wo kriege ich den? Wir kriegen den Ghoul-Skin. Den Ghoul-Skin? Okay. Und wie und wann und wo und war? Den kann man jetzt als Painting und du kannst die jetzt auf dein Schiff drauf painten. Für die Python, für die Anaconda, für die ASP und so und die Cobra. Also nicht für mich? Nein. Nee. WTF, ich mach diese Schrott, diese Software sofort aus. Sofort installiert. Ich hab tatsächlich keins dieser Schiffe. Oh. Ich zwei. So, war schön. Die Halloween-Quest hat mir Spaß gemacht mit euch. Die Halloween-Quest selber war mittelmäßig bis ausreichend, aber ihr wart super. Vielen herzlichen Dank. Jawohl, dankeschön. Bitte, bitte. Du warst auch nicht so schlecht. Danke. Jetzt mein Schieß. Ja, starten wir. Ich hätte gern mehr von solchen Quests, aber dann auch gerne mit besseren Rewards und mit noch mehr geilerer Story. Die Sachen waren nicht so schlecht geschrieben, aber das geht auch noch besser, würde ich sagen. Oder was denkt ihr? Ja. Da geht noch mehr, ne? Da müsste mehr mit Audio, also nur Audio gehen, so Audio-Snippets auch noch. Und jetzt können wir wieder nach Hause fliegen. Ja, genau. Das war's im Prinzip. Also wenn man auf irgendeiner Station landet, kann man es dann ausprobieren, die neuen Shadings. Dankeschön, Akila. Dankeschön, Akila. Hätten wir es ohne Akila geschafft? Ja. Hätten wir dann 12 Stunden gebraucht? Ja. 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 Ich glaube, das kommt hin. Vor allen Dingen war ich zu Anfang total verwirrt,
auf den Monden irgendwas zu finden, aber es dann da drüber zu finden. Da wäre ich halt nicht drauf gekommen. Das ist außerhalb. Ja, obwohl du hättest in den Kontext halt vielleicht irgendwann dieses Trials gesehen. Das war dann ja doch sehr eindeutig. Ja, schon, bloß ich hätte ja angefangen, jeden einzelnen Mond abzuklappern und zu scannen und irgendwann irgendwann wäre es mir zu viel geworden, glaube ich. Irgendwann, das Schwerste war tatsächlich diese Sache mit dem Code und dem Decipher, da wäre ich ja nie drauf gekommen. Hätten sie, aber jetzt schreiben sie es ja ins Hauptmenü, also das so so klug wäre ich dann doch gewesen, einfach diese Sache von da zu kopieren. Okay. Wo gibt's denn gerade vielleicht noch was zu sehen, wo ist gerade ein cooles Ziel in der Galaxie, wo man was Storymäßiges machen kann? Da habe ich jetzt keine Ahnung. Okay. Keine Ahnung. Dann werde ich mich da mal informieren. Wer das dann sehen will, kann das auf dem Discord-Server machen. Da haben wir einen Elite Dangerous Kanal. Da sind auch alle aktiv, die hier jetzt gerade aktiv waren. Wenn euch das gefallen hat, guckt gerne auch die restlichen Sachen mal an. Vielleicht ist da ja was für euch mit dabei. Over and out. Bis zum nächsten Mal. Morgen geht's weiter mit Elden Ring. Mit 619 Toten. Juhu! Schon nachgetragen. Tschüss, ihr Lieben. Macht's gut. Schön, dass ihr da wart. Tschüss.